So, bevor ich jetzt aber mit diesem bunten Menschen hier rede, möchte ich noch mein Karma vergeben. Das habe ich nämlich jetzt irgendwie verpeilt. Ich wollte nämlich nochmal meinen Torso etwas stärken. Da gehe ich hier die Brusttransformation durch. Und außerdem den Nahkampf und den waffenlosen Kampf. So, dann ist das gemacht. Und dann kann ich mit dem Harlekin reden. Bist du bereit, dich knietief in Ektoplasma zu wagen? That's what she said. Ich bin bereit. Lass uns ein paar Käfer platt machen. Oh, fuck. Ich hätte noch Fragen stellen können. Ah, zu spät. Seine Augen leuchten auf. Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Nie fragen? Ich habe ja nie was gefragt. Egal. Welche Waffe tue ich weg? Ach so, ja, dann tue ich mal diesen Gegenstand weg. Du solltest wahrscheinlich wissen, Telestrians Techniker konnten nur einige wenige Prototypen der Aegis-Waffe herstellen. Eine davon nehme ich natürlich. Eine weitere bekommst du. Geh sorgsam mit ihr um. Wenn du noch mehr Käfer zermatschende Angriffskraft haben möchtest, hat James uns gestattet, einen seiner Elite-Wachmänner mit dem letzten Prototypen mitzunehmen. Aber jetzt sollten wir gehen. Wir haben eine Verabredung mit dem Schicksal und es ist nicht gerade bekannt für seine Geduld. Stimmt. Und ich würde tatsächlich den Ghost wahrscheinlich mitnehmen. Was hat der sonst noch? Der hat die Waffe. Der hat andere Dings auch. Was hat der für Fertigkeiten? Der, weil der so billig ist, frage ich. Wie wär's denn mit... Warte mal, ich vergleiche den nämlich mal mit dem hier. Was hat denn der überhaupt? Er ist auch Adept, wie ich schätze. Und hat ebenfalls ein Drachenschwert. Lieblich. Er hat... Moment. 9, 6, 6, 7, 3. Der Typ, dieser Ghost hier, ist eigentlich gar nicht so gut, um ehrlich zu sein, glaube ich. Relativ wenig an Stärke und Schnelligkeit. Im Gegensatz zu dem hier jetzt. Und ich glaube auch jetzt im Gegensatz zu, wenn ich, nehmen wir zum Beispiel... Wo war sie denn? Ich fand sie hier zum Beispiel gut. Wobei, die hat auch 66343. Ah, scroll schneller. 65. Nee, der ist doch gar nicht so schlecht. Denke ich. Wen will ich noch nehmen? Irgendeinen Runner noch hinzufügen? Ich weiß nicht, ob ich... Würde sich ein Decker lohnen? Oder ein Schamane? Die Sache ist, ich habe noch gar nicht mit Schamanen irgendwas überhaupt gemacht. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt viel bringt. Und ein Decker weiß ich auch nicht, ob wir den brauchen. Ich glaube aber, um ganz ehrlich zu sein, ich brauche keinen, weil wir uns nirgendwo reinhacken müssen wahrscheinlich. Und ich glaube, das würde uns vorher gesagt werden, weil ohne Decker könnten wir die Mission dann ja nicht machen, wenn wir keinen Decker hätten. Stattdessen nehme ich tatsächlich ihn nochmal, weil Magier. Okay. Die Jagd beginnt. Deine Rückkehr zur universellen Bruderschaft ist alles andere als unauffällig. Das Team nutzt die gleiche Hintertür, die Coyote gefunden hat, und ihr stürmt herein, um schnell in den gesperrten Bereich zu gelangen und dorthin, wo du Jessica das letzte Mal vorgefunden hast. Und die Käfer. Als ihr dort ankommt, hört ihr schon irgendwo aus weiter Entfernung ein Zwitschern. Harlekin starrt in die Dunkelheit, summt vor sich hin und streicht immer wieder über das Schwert an seiner Hüfte. Dann dreht er sich um, hebt seine Aegis-Waffe an den Mund und küsst sie. Du gibst das Signal und die Jagd beginnt. Okay, wir haben hier noch weitere Sachen, die wir machen können. Aber ich glaube, wir sind relativ gut bedient. Wobei, ich könnte ihm natürlich hier... Aber das würde ihnen nichts bringen. Aber ich kann zumindest die Schockgranate zumindest noch dazu tun. Die schmeiße ich noch mit rein. Okay. Nee, passt. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das ist in Ordnung. Hui. Spiel wurde automatisch gespeichert. Ja, ich schätze, das hier wird jetzt wahrscheinlich echt möglicherweise tatsächlich
mal die letzte Mission sein. Also ich meine, das habe ich jetzt schon einige Male gesagt, so. Zuletzt, also zuerst habe ich es vor 20 Folgen gesagt und zuletzt vor 5 Folgen oder so. Aber ich glaube wirklich, dass das hier die letzte Folge, nicht die letzte Folge, aber die letzte Mission, letzte große Mission sein wird. Ich bin gespannt. Harlekin, diese Nebentür, die du letztes Mal gefunden hattest, war sehr hilfreich. Wir konnten dadurch all diesen Freaks von der universellen Bruderschaft aus dem Weg gehen. Telestion hatte recht, du bist ein echter Volltreffer für das Team. Das freut mich zu hören. Harlekins Gesicht verzieht sich zu einem breiten Raubtiergrinsen, sodass man jeden einzelnen seiner perlweißen Zähne sieht, die durch den knallroten Lippenstift um seinen Mund noch mehr hervorgehoben werden. Und jetzt beginnt der Spaß. Warte, ich habe ein paar Fragen. Jetzt, natürlich tust du das. Wenn du mir schon nicht verrätst, wer du bist, dann vielleicht so, was du imstande bist. Siehst du dieses Schwert? Das ist nur schwer zu übersehen. Ist das ein Euphemismus? Ich kann damit Leute aufspießen. Funktioniert ziemlich gut. Ich habe auch einen von diesen magischen, käferauslöschenden Telestroph-Werfern. Ah, okay, Telestroph-Werfern, wie der Rest von euch. Das war's? Reicht das etwa nicht? Abgesehen von Tattoos auf meinem Gesicht habe ich... Oh, das sind Tattoos? Uff, okay. Abgesehen von den Tattoos auf meinem Gesicht habe ich noch woanders eins. Ist erst kürzlich dazugekommen und nur Leute, die mir sehr nahe stehen, werden es je zu Gesicht bekommen. Das glaube ich dir. Es ist ein Drache. Erzähl das nicht, Hans. Ach, und ich bin auch noch ein mächtiger Magier. Das hätte ich fast vergessen. Wie wir die Geister töten können, weiß ich. Und was erwartet uns hier unten? Punkt. Du weißt genauso viel wie ich darüber. Du hast einen dieser synergetischen, transviatalen Insektenbewohnern in der Dunkelheit gesehen. Ich nicht. Basierend auf deiner kürzlichen Erkundungstour würde ich davon ausgehen, dass wir auf verrückte Kultisten und Priester, eine geistesgestörte Schamanin und jede Menge riesige Käfer stoßen werden. Ja, also ich bin bereit. Klingt nach einer Menge Spaß. So. Ich fange mit mir selbst... Nein, mit Harlekin an. Okay, ich hab den Eigeswerfer an. Den muss ich jetzt nicht benutzen. Deswegen wähle ich ihn nicht aus. Sondern, was ist hier? Greife mit dem Schwert an. Bam. Ah ja, und genau, das ist der Raum, in dem wir zuletzt auch schon mal waren. Er kommt hier hin und sollte auch eine andere Waffe nehmen, und zwar Reverse Mode, der hier. So, kritischer Schaden, das gefällt mir. Kritischer Schaden ist etwas Schönes. Ah, kritischer Schaden ist Magie. Er hier darf einen werfen, der wahrscheinlich eh nicht trifft. Ja, der wahrscheinlich eh nicht trifft. Und zuletzt bleibt... Was? Warum durfte ich jetzt nicht gehen? What? Ich hatte noch Züge frei. Was sollte das denn jetzt? Ah, fucking hell. Das hätte das Schwert sein sollen. Ah. Das ist natürlich gebracht, den hier mit dem Dings zu... anzugreifen, naja. Okay, ja. Du machst dein Zeug. Na. So. Schlag. Auf Schlag. So, der hier darf schießen. Nochmal. Weil es so schön war. So, Magier bleibt übrig. Hier geht es weiter. Hier, der Rest ist alles abgeschlossen. Stimmt, hier kamen wir zuletzt her, von hier unten. Und hier kamen wir raus. Hier stand Jessica, hier war Marie-Louise. Hier haben wir gehackt und hier geht es weiter. In den nächsten Bereich. Ja, geh halt hier hin. So. Ah, nein, 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 nein. Oh, Mist, will ich sagen. Ich wollte noch nachladen. Egal, das kann ich immer noch... beim nächsten Mal machen. Also, jetzt, gleich. So. Wir sind im nächsten Bereich und hier kann ich nämlich noch schnell nachladen.
Kann ich? Ja, kann ich. Weil das ist ein bisschen blöd gelaufen. Und ich möchte gerne voll geladen sein. So, schau mal hier um die Ecke. Zieht euch zu Erhabenen zurück. Ruhm und Ehre der Erhabenen. Ruhm und Ehre der Erhabenen. Ja. Woran merkt man, dass dein Kult funktioniert? What? Bitte, was war das? Moment. So. Ah, Mist. Es wäre schön gewesen, die doch noch hier jetzt ein bisschen zu erwischen, ne? Dumm. Ah, oh, und die Waffe ist... Ach ja, genau, die sind angewählt, weil ich sie gerade noch angewählt habe. Aber ich darf nicht vergessen, die wieder abzuwählen. So, 16 Schaden. Du kommst hier hin. Und darfst auch einmal schießen. So, leider nur schwacher Schaden. Und er hier darf ebenfalls mal. Up. Gleich. So, ich wähle hier jetzt tatsächlich die andere Waffe aus. So, damit nicht wieder das gleiche passiert wie zuletzt. Tür auf. Und ich gehe mal hier nur bis zur Ecke. Oh. Hä? Okay. Ja, den kann ich jetzt mal kurz hier... Yes, was sehe ich denn hier? Gibt es einen Grund, dass die hier so zusammen... Also der sich hier so zusammenkauert. Ja, es sieht ein bisschen abgefuckt aus, aber ansonsten gäbe es keinen Grund dafür. Na, ich tue ihn mal hier hin. Ich frage mich, kann ich hier tatsächlich durch, weil ich kann es nicht anwählen, diesen Schacht hier. So, der hier... Aha, da ist schon der erste Käfer. Das erste Krabbelvieh. Ah. So, der ist tot. Glaube ich einmal zu dem hin. Schaden. Schaden, tralalala. Kann ich mit dem hier auch machen? Ach. Komm schon. Okay, der ist weg. Das ist gut, das ist gut. Das freut mich. So, was kann ich mit dem hier gerade machen? Nix. Da tue ich den Arbeiter angreifen. Wie gesagt, wir müssen ja erstmal diese fleischliche Hülle erstmal wegkriegen, bevor wir überhaupt irgendwas anrichten können mit der Waffe. Einfach ekelhaft aus. Es gefällt mir nicht. So. Du kannst Schaden machen. Und vielleicht wäre es eine gute Idee, danach noch wegzurennen. Ah, verfehlt. Auf so kurze Distanz. Okay, hier hin. Ah, ich glaube, ich könnte auch natürlich die Todeskralle machen. Ich glaube, es würde auch irgendwas bringen, aber... Es würde wahrscheinlich definitiv was bringen. Nämlich mehr Schaden. So, das ist jetzt gut. Nein! Ah! Oh, Mann, wenn das jetzt getroffen hätte, hätte ich den wahrscheinlich in dem Zug noch wegbekommen. Na gut, okay, der macht eh nur einen Schaden damit. Und jetzt... Da. 15 Schaden. Okay. Das heißt, ich würde sagen, die haben ungefähr 60... 50 an Leben. So. Und jetzt hat er kein Leben mehr. Yay! Wir haben es geschafft. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr.
und ich lade nochmal nach, denn wir brauchen, glaube ich, wirklich immer so viel wie möglich von diesem Zeug. So, und jetzt kann er hier mal weitergehen. Ah, wie gut, wenn unsterbliche Insektengeister nicht mehr unsterblich sind. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber es ist wahr. So, kann er sich noch ein bisschen heilen? Ja, um ein LP. Das hat es wirklich gebracht. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Weil er ein bisschen geschwächt ist, aber ich glaube nicht, dass das wirklich so viel bringt. Ich gehe mal mit ihm hier hin. Okay, hier sind Menschen. Hallo. Mensch. So. Ah, ich schon wieder die falsche Waffe gewählt. Ah, es ist so zum Mäusemelken. Dieser Kack. Und, so. Beinahe hätte ich wieder die falsche Waffe genommen. Aber nicht mit mir. Der ist weg. Hier sehe ich einen. Und hier sehe ich... Oh, okay. Hier sind ein paar. Ich verschwind mal in diese Richtung. Und greife zunächst den hier an. Hui. Okay. Und er hier... Also geht hier hin. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber vielleicht schaffe ich es tatsächlich, den zu besiegen jetzt. Ja. Okay. Das ist gut. Gefällt mir. Ich lade mal nach. Wir haben ja tatsächlich quasi unendlich Munition. Das ist ja gut. Ich habe früher gedacht, wir hätten nicht unendlich Munition. Das hätte mich sonst wahrscheinlich auch mega irritiert, wenn ich jetzt hier wäre und denken würde, dass wir nur 6-mal schießen können, weil wir damit nicht wirklich so viele von diesen Käfern besiegen könnten. Okay. Gut. Ich gehe mal ein bisschen voran, aber eher mit... Ihn hier schicke ich hier nach hinten. Ich möchte mir das hier anschauen. Es zeigt eine Karte der UCAS an. Chicago ist als Priorität aufgelistet. Beunruhigend. Wir haben hier einen Käfer und wir haben hier noch einen Käfer. Ich gehe mit ihm hier mal weiter. Denn er wird wahrscheinlich von hier aus einen der Käfer attackieren können. So. Mit ihm hier ebenfalls. Von hier aus. Der hier reagiert gerade noch überhaupt nicht auf unser Dasein. Und mit ihm kann ich im Grunde mehr oder weniger das gleiche machen. Er hat aber keine Fernwaffen. Das ist ein bisschen doof. Ich könnte aber sonst einfach den schnellen Schritt mal machen. Da ist er ganz schnell im Schritt. Hahaha. So, da kommt der hier auch angedackelt. Okay. Hallo. Ihr steht sehr schön nah beieinander. Das gefällt mir. ich möchte euch mal diesen Feuerball zeigen. Schaut mal, wie schön der ist. So, hier noch ein Mana-Blitz rein. Ein Energieblitz. So. Punch. Punch. Ah, die brauchen eine Runde, bis sie auferstehen wieder. Okay, dann kann ich diesen Zug hier noch benutzen.
Ach so. Ah, ich habe was verpeilt gehabt. Ich dachte, schneller Schritt bedeutet was anderes, als es bedeutet. Ich dachte, schneller Schritt würde bedeuten, dass der mehr AP hat im nächsten... Ich könnte natürlich auch einfach lesen, was da steht. Ich dachte, was steht denn da? Ich dachte, schneller Schritt macht... Die Bewegung wird um 3 erhöht. Für 3 Runden um 2 erhöht. Das heißt, er kann 2 weitergehen. Ich dachte... Das kann ich vielleicht machen. Oder bringt das was? Kann ich aber nicht auf mich machen. Okay. Ich dachte, ich könnte... Tja. Nee, ich dachte, ich habe gedenkt, dass ich dann mehr AP hätte. Einfach mehr machen könnte und auch mehr angreifen könnte. Aber so funktionieren diese schnellen Schritte nicht. Tot. Wie wär's denn dann mit, so. In Ordnung, supidupi. Nachladen. Und nichts tun. So, da steht er wieder auf. Und da... Legt er sich wieder hin. Also gleich noch ein paar Schüsse hier. Ach, verfehlt. So, 3 Schüsse nehmen wir. Okay. Okay, gut.